News for Peace est un événement tout à fait particulier, déjà par son ampleur, puisqu'il rassemble 500 jeunes de 48 pays différents. Il était important pour nos chefs d'État et de gouvernement de se souvenir et d'avoir cette démarche historique de commémoration que si, à la fin, il y avait une ouverture sur l'avenir. Et donc l'ouverture sur l'avenir, c'est évidemment les jeunes. Es gibt so drei thematische Tage. Ne? Der erste ist einmal zurückgehen auf Krieg, was ist Krieg? Und dann den zweiten Tag dann, ja, wie kann man vom Krieg übergehen auf Frieden? Und der dritte Tag dann wirklich Ideen über den Frieden darstellen. Étant donné qu'on est tous venus ici, je pense qu'on a tous quelque chose déjà en commun. The work in these multinational groups help to reinforce integration. I think we all have this mindset of sharing, especially our generation with social media and internet. So we share a lot of things. We're not scared of sharing. In sharing, we also put ourselves in the shoes of others. Like we can understand their own perspective. Neben dem Workshop-Programm gibt es auch verschiedene Side-Events sozusagen. Also einmal ein Freundschaftsfußballspiel zwischen den Jugendmannschaften von Hertha BSC und FC Liverpool. Dann gibt es einen Empfang für die jugendlichen Botschafter des Institut Français d'Allemagne und der französischen Botschaft. Es gibt auch eine Erkundungstour in die Stadt von Berlin zu verschiedenen Erinnerungsorten, aber auch Orten des Friedens in Berlin. Je suis un des 100 ambassadeurs choisis dans son école pour représenter une idée pour la paix à Berlin ce week-end. Ce matin, nous sommes arrivés dans nos groupes respectifs et avons présenté nos projets. Nous avons élu le meilleur qui sera présenté demain à M. Macron et à M. Steinmeier. Drei Gründe gibt es, warum diese Veranstaltung so wichtig ist. Erstens die deutsch-französische Zusammenarbeit. Zweitens, dass hier junge Leute zusammenkommen, die über ein besseres Europa und eine gemeinsame Zukunft nachdenken wollen. Und drittens, dass wir alle lernen, aus einer gemeinsamen Erinnerung erwächst die Kraft für eine bessere Zukunft. Pour l'OFAGE, l'objectif c'est vraiment de sensibiliser au fait que l'histoire et la mémoire doivent être davantage placées au cœur des enjeux citoyens en Europe et par-delà dans une approche réellement transnationale.